Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Ganz klasse, dass ihr wieder alle dabei seid. Knecht Ruprecht und der Nikolaus, die konnten ja überregional in Deutschland über eine weiße Schneedecke gestapft kommen. Wie sieht's denn mit dem Wetter fürs Christkind und für den Weihnachtsmann aus? Ich weiß, das ist so eine infantile Vorstellung, aber das ist ja die tradierte Vorstellung, die wir allgemein haben. Weiße Weihnachten, den Wettertrend für Weihnachten 4.0 habe ich mit im Gepäck. Schauen wir uns gleich zusammen an. Hier ist erstmal der Blick auf die große Wetterlagenkarte. Und ich kann so viel verraten, wir müssen uns erst einmal von diesen winterlichen Wetterverhältnissen verabschieden. Denn zunächst ist es einmal der hohe Luftdruck. Der wird sich bereits in der kommenden Nacht bemerkbar machen und vor allen Dingen morgen. Aber am Freitag erreicht uns hier dieses Tiefdruckgebiet und seine Front. Ja, und das hat es ordentlich in sich. Das wird uns vor allen Dingen in der westlichen Landeshälfte zum Teil das Leben ordentlich erschweren. Das schauen wir uns im Einzelnen an, anhand der Karten. Das ist die Nacht und in der Nacht ist es dieses hohe Luftdruckgebiet, was uns bereits erreicht hat. Das heißt Wetterberuhigung, niederschlagsfrei für fast alle von uns. Es gibt nur weiteren Schneefall im Osten und im Südosten. Dann können sich doch überregional aufgrund der Feuchte in der Luft Nebelfelder bilden, das heißt Sichtweite unter 150 Metern, absolut im Bereich des Möglichen. Hinzu kommen glatte Straßenverhältnisse, also ziemlich unschöne Geschichte, wenn wir morgen früh das Haus verlassen. Werfen wir noch mal einen Blick auf die Temperaturen und diese liegen dann morgen zwischen 1 und minus 6 Grad. Morgen früh. Und dann gucken wir uns die Karte für morgen an. Ja, und dann gibt es zum Teil hier und da einige Wolkenlücken und wir bekommen die Sonne zu Gesicht vom Südwesten bis zur Mitte des Landes. Das ist der hohe Luftdruck. Und dann sehen wir aber auch hier diese Nebelsymbole. Zum Teil können aufgrund des sehr zähenden Nebels diese Nebelwolken den ganzen Tag über sich halten. Ja, und das heißt trüb. Regional bleibt es dann den ganzen Tag über und grau bleibt es vor allen Dingen im Nordosten. Die Tageshöchstwerte liegen dann bei 0 bis 3 Grad. Knackig kalt wird die Nacht zum Freitag ausfallen. Im Süden zwischen minus 7 und minus 12 Grad. In den anderen Landesteilen haben wir dann Werte um die 0 Grad. Und wir sehen hier diese dichten Wolken, die vom Westen zu uns gezogen kommen. Das ist bereits dieses Tiefdruckgebiet bzw. diese Warmfront, die sich ankündigt. Und das sieht dann wie folgt am Freitag aus. Diese Front zieht nur ganz langsam vom Westen bis in die Landesmitte im Laufe des Tages. Diese Front bringt Schnee, geht dann über in Schneeregen und dann in Regen. Das Ganze begleitet von 2 Meter Temperaturen, die dann zwischen minus 2 und plus 4 Grad liegen. Bedeutet, zum Teil können wir mit Eisregen rechnen. Die Straßen werden in der ganzen westlichen Landesmitte zum Teil spiegelglatt ausfallen können. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, ihr habt die Bilder vielleicht noch der vergangenen Tage in der Presse im Kopf, von der Presse im Kopf. Das kann wirklich sehr unschön enden. Passt bitte auf euch auf. Und dann schauen wir uns den Samstag und den Sonntag an. Samstag und Sonntag wird der Wind ordentlich aufgefrischt sein. Das heißt, die Luftmassen werden ordentlich durcheinandergewirbelt. Die milden Luftmassen vermischen sich mit den kalten Luftmassen am Boden. Das bedeutet Tageshöchstwerte am Samstag zwischen 2 und 9 Grad. Es sind Fronten, die über uns ziemlich flott hinwegziehen. Das heißt, einige Wolken am Himmel und auch ein wenig Niederschlag in Form von Regen. Ja, und am Samstag sind dann ein paar Wolken, am Sonntag sind dann ein paar Wolkenlücken mehr mit dabei, aufgrund des Windes, der dann die Wolken doch mal ordentlich auseinanderreißt und die Temperaturen knackig warm, würde ich behaupten. Temperaturen im zweistelligen Bereich entlang des Rheins, am Oberrhein bis zu 12 Grad absolut möglich. In den anderen Landesteilen haben wir dann Werte zwischen 5 und 8 Grad als Maximalwerte. Aber ich versprach es ja, wir schauen uns noch mal den Trend an, den Winterwettertrend für Dezember. Und da vergleichen wir einmal die Vorhersage von der NOAA bzw. den Trend, den die ausrechnete von letzter Woche. Da wäre die Landes
Hälfte, die westliche Landeshälfte, noch 1-2 Grad wärmer als im langjährigen Klimamittel gewesen. Wie sieht das diese Woche aus? Ich meine, erklärt sich auch jetzt von selbst. Wir sind ja im Dezember mit sehr knackig kalten, unterdurchschnittlichen Temperaturen gestartet. Die NOAA rudert zurück, da hätten wir Pari-Temperaturen. Aber wirklich interessant, wir sehen, die Kälte wäre dann gar nicht weit von uns entfernt. Skandinavien um einiges kälter, da hätten wir es mit 2 bis 3 Grad zum Teil kälteren Temperaturen als zum Referenzwert zu tun. Und noch interessanter finde ich, dass die Wärme auch näher an uns rangerückt ist. Schauen wir uns die Iberische Halbinsel und Frankreich an. Die erwürften dann tatsächlich Temperaturen nach der NOAA, nach der neuesten Berechnung, von 2 Grad wärmer erwarten. Und wir legen halt im Pari-Bereich. Also die kalte Luft ganz nah an uns, die milde Luft ganz warm, nah bei uns. Ja, und dann schauen wir uns mal die Wetterlagen an Weihnachten an. Nach dem CFS-Lauf, nach dem Sechserlauf, ja, da haben wir es mit so einer Schmuddelwetterlage zu tun. Das wäre nicht vorbildliches, weihnachtliches, weißes Wetter. Dann schauen wir uns einmal den 12er-Lauf an. Ja, da sind dann schon etwas frischere Temperaturen bei uns angekommen. Das wäre dann schon eher so knapp über dem Gefrierpunkt, die Temperaturen. Aber wirklich interessant ist der 18er-Lauf. Denn nach diesem hätten wir die Möglichkeit, wir wissen ja, das Wettergeschehen überrascht uns immer aufs Neue, dass wenn dieses Hochdruckgebiet, ziehen wir mal eine Vertikale in den Norden, sich weiter Richtung Norden bewegt, beziehungsweise nördlich bewegt, wenn seine Zugbahn weiter nördlich wäre, würde das mit seiner Drehung im Uhrzeigersinn die kalten Luftmassen zu uns bringen und dann hätten wir wirklich kalte Temperaturen, Wintertemperaturen pünktlich zum 24. hier bei uns in Deutschland. Also alle Winterfreunde, bitte nicht die Hoffnung aufgeben. Schauen wir uns mal die Ensemble-Vorhersage an für Nürnberg. Und auch da machen wir erst einmal den Temperaturanstieg aus, jetzt in den nächsten Tagen. Und dann sehen wir, bleiben die Temperaturen erstmal über dem langjährigen Klimamittel. Aber dann sehen wir auch, dass sie zum 13., 14. Dezember wieder ordentlich fallen und unter dem langjährigen Klimamittel liegen. Da sind sich doch einige bis auf ein paar wenige Ensemblemitglieder einig. Auch der Hauptlauf und der Kontrolllauf liegen weit drunter. Und wir sehen vor allen Dingen die Niederschläge der nächsten Tage. Das wird nass werden in Nürnberg. Aufgrund der Temperaturen können wir einfach davon ausgehen, das gibt Regen. Und Regen gibt es dann auch in Köln. Gleiches Geschehen. Temperaturen erst einmal ordentlich mild, 5 Grad. Also in der 1500 Meter Temperaturen. Und dann schauen wir mal, wie das in den nächsten Tagen Richtung 22. Dezember weitergeht. Großes Rauschen, aber Hauptlauf und Kontrolllauf, die sind sich einig. Temperaturen unter dem langjährigen Klimamittel. Ja, wie gesagt, nicht die Hoffnung aufgeben, die Winterfreunde. Und eigentlich gilt das Gleiche auch für die Leute, die es lieber mild mögen. Auch das ist noch möglich. Nichts ist in Stein gemeißelt. Das Wettergeschehen zu Weihnachten, das steht noch nicht fest. Wir müssen das weiter für euch im Auge behalten. So ist, ich muss mich jetzt huten. Ich muss zum Nikolauslauf oder Santa-Lauf nach Frankfurt. Ich wünsche euch einen sehr entspannten und schönen Nikolausabend. Wenn euch das aktuelle Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne liken. Und dann sage ich bis hoffentlich ganz, ganz bald.